Kollegen Martin Rabanus. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Weltoffenheit und Identität, kulturelle Identität sind alles andere als ein Widerspruch. Im Gegenteil, Weltoffenheit ist Teil unserer deutschen kulturellen Identität. Das ist gut so und das müssen wir auch so behalten und so muss das auch bleiben. Wir leben in einer offenen Gesellschaft, die geprägt ist durch kulturelle Vielfalt. Unsere Grundwerte sind Freiheit, sind Solidarität, Gerechtigkeit, Freiheit und Vielfalt in Kunst und Kultur. Das sind unsere Grundwerte, unsere Festen, auf denen wir stehen und die es zu verteidigen gilt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Vorstellung von einer offenen Gesellschaft hat auch was damit zu tun, dass wir einen offenen Kulturbegriff verfolgen, dass wir an einen offenen Kulturbegriff glauben, der von Teilhabe ausgeht. Der von Teilhabe ausgeht nach dem Motto Kultur für alle auf der einen Seite, aber auch Kultur von allen. Das führt dazu, dass wir natürlich auch einen Auftrag und Verpflichtung für kulturpolitisches Handeln daraus hernehmen. Denn wir müssen als Kulturpolitiker Räume schaffen. Räume schaffen, in denen sich Freiheit entfalten kann, in denen sich Kultur und Kunst entfalten kann. Und wir nehmen nicht für uns in Anspruch, Kultur selbst zu definieren, sondern dafür sind Kulturschaffende da. Natürlich ist das auch so, dass sich Kultur und ein Kulturbegriff, die kulturelle Identität, immer verändert. Sie ist einem Wandel unterfallen. Sie erlebt viele Einflüsse, viele auch von außen. Das ist nicht immer bruchlos, das ist auch nicht immer konfliktfrei, aber das halten wir als stabile Demokratie, als toleranter Rechtsstaat ohne weiteres aus. Viele Einflüsse von außen sind auch deswegen überhaupt kein Wunder, weil wir ein Deutschland in der Mitte Europas sind, weil wir ein Deutschland als globaler Akteur sind und weil wir dementsprechend natürlich auch in der auswärtigen Kulturpolitik eine gewichtige Rolle auch zu spielen haben und auch spielen. Deswegen ist es auch wenig verwunderlich, dass wir im Auswärtigen Amt eine Staatsministerin für internationale Kulturpolitik mit Michelle Müntefering haben. Und ich freue mich auch in dieser Achse auf eine gute Zusammenarbeit, Frau Staatsministerin. Wir wollen Kulturpolitik in die Fläche bringen. Das haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen. Wir wollen im Rahmen eines kooperativen Kulturföderalismus mit den Ländern zusammen die Herausforderungen anpacken. Wir wollen dabei ganz ausdrücklich nicht nur Hauptstadtkulturpolitik machen, das auch. Wir stehen dazu, das sei an dieser Stelle adressiert. Aber es geht eben weit darüber auch hinaus. In der Medienpolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist klar, dass wir ein klares Bekenntnis zur Medienordnung abgeben, zur dualen Medienordnung aus öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privatem Rundfunk und der vielfältigen Presse- und Medienlandschaft. Beide Säulen sollen uns stark erhalten bleiben. Dazu gehört aber auch dann in der Medienpolitik, dass wir natürlich für Presse- und Meinungsfreiheit eintreten, dass wir das Berufsgeheimnis und den Informantenschutz hochhalten. Und in der Koalition haben wir auch verabredet, dass wir ein Presseauskunftsgesetz beschließen werden. Ich will an dieser Stelle noch auf die Deutsche Welle eingehen, die ein wichtiger Träger deutscher Kultur auch im Ausland ist, unser Leuchtturm, den wir dort haben. Wir wollen ihn stärker finanziell fördern und ausbauen. Viele Einzelprojekte könnte man jetzt noch aus dem Koalitionsvertrag nennen. Das wird aus Zeitgründen nicht mehr gehen. Deswegen abschließend, meine Damen und Herren, wir haben uns im Kultur- und Medienbereich eine ganze Menge vorgenommen. Ich freue mich darauf, das mit Ihnen, aber vor allen Dingen auch mit den Akteuren aus Kultur und Medien umsetzen zu dürfen. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Erhard Gruntl, Bündnis 90 Grünen.